Wir haben es jetzt Sonntagnacht, ich bin wieder heimgekehrt und die Folge, die werde ich schon mal produzieren für wahrscheinlich Dienstag, denn Montag ist einfach Monster Hunter Zeit, ist einfach so größere Macht, höhere Gewalt und ich habe gerade festgestellt, also ich muss mal wieder hier reinkommen, Schub, L2, R3 ist der Powerschuss, wir können mit L1 die Zeit einhalten und mit R1 blocken und mir ist aufgefallen, wenn ich hier so gegen schieße, seht ihr das unten? Es lädt sich zuerst von rechts nach links unsere Aufladeleiste auf. Ist das nicht spannend? Ist mir vorhin hier aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das dann... Also in welchem Szenario sollte das zum Tragen kommen? Weil wenn ich jetzt nur die Sanduhr brauche, größtenteils, dann aktiviere ich die eben zuerst und dann wird die auch aufgeladen. Dann darf ich halt den Schutzschild nicht benutzen. Blöd nur, wenn ich in einem Kampf aber beides brauche und dann hat der Boss aber so alternierende Angriffsmuster, wo ich zuerst dann die Sanduhr brauche, dann wäre es schon blöd, wenn aber als erstes der Schutzwall eine Ladung bekommt und dann der Rest. Naja, ich schau mal um links. Wir haben noch 5 Herzen. Wir waren, glaube ich, beim Ende des letzten Partes bei knapp dem 6. Herzen. Und ich habe 5 Kristalle. Wie komme ich da nochmal hin? Durch Dreieck drücken. Ich habe auf Bewegungsgeschwindigkeit viel gesetzt. Das kann direkt mal wieder raus. Dann nehme ich alles raus, oder? Ne, wobei, einen können wir ruhig stehen lassen. Und dann machen wir alles hier. Ein Powerschuss. Superschussaufwertung ist übelst heftig. Das hier kostet 6. Nehme ich auch mit rein. Schussgeschwindigkeit kann... Crit-Chance brauche ich eigentlich nicht. Aber wir hatten hier Reichweite noch. Den spare ich mir auf. Der nächste geht in Reichweite oder sage ich hier... Naja, wobei, das hier könnten wir doch auch wegnehmen, oder? Ich warte einfach. Der nächste geht in Reichweite. Dann hätten wir das auch. So, und dann waren wir nämlich hier unten, ne? Ich habe noch ein paar Kommis gelesen, dass ich... Oder hier, noch mehr. Durch die Aufwertung kommen einfach noch mehr Schüsse. Jetzt müssten wir es ja noch einfach haben. Überlegt mal die ersten paar Minuten, wo wir hier in dem Waldbiom standen und gedacht haben, boah, nee, das ist ja viel zu hart. Hier geht's nicht weiter. Genau, und hier konnten wir alles schon clearen. Darüber komme ich noch nicht. Wir waren auf der linken Seite und konnten uns doch so eine Steintafel kaufen. Irgendwas konnten wir kaufen für Money Money. Tja, und die einzigen Bäume? Was machen die jetzt? Nichts? Die können einfach nichts mehr. Sind zu kleine Billo-Monster, sind sie mutiert? Und ja, wir haben immer noch zielsuchende Missiles. Was ich sehr angenehm finde. Denn gerade auch mit der erhöhten Reichweite... Hat er trotzdem noch getroffen. Okay, da kam irgendetwas zurückgewämst. Und Wemsi Bemsi hat aber trotzdem den Weg freigeschaufelt. Naja, dann machen wir mal hier dem Shovel Knight alle Ehre und graben uns unter die Erde durch. Hauen da ein Loch rein. Und holen uns hier einfach nur ein bisschen Erz vorkommen, dass wir auch ganz schnell den nächsten Kristalllevel abkriegen. Bevor wir das machen, schaue ich aber hier, ob da links und rechts noch irgendwelche Secrets sind. Ja, einer von euch, der hat es anscheinend schon durchgespielt. Was mich jetzt nicht wundert, wenn man da natürlich von vorne bis hinten einfach dran klebt und nicht so wie ich hier mit Auszeiten mache und da mal kurz zur Jugendweihe und hier mal kurz Monster Hunter zocken, naja, dann ist man hier in 2-3 Tagen wahrscheinlich auch dann zu 100% durch, wenn man da Bock drauf hat. Ich habe zumindest gelesen, für den Playthrough auf Hard reicht es aus, einfach durchzukommen und dann könnte man immer noch runterschalten auf eine kleinere Schwierigkeit, um sämtliche anderen Dinge noch zu holen. Ist das so oder habe ich mich da verlesen oder falsch im Kopf? Egal, wir machen trotzdem alles hier auf der höchsten Stufe, ist ja wohl völlig klar. Weil bisher ist es optimal fordernd, sag ich mal so dazu. Ich finde es immer ganz schön, wenn wir spüren, dass es hart ist, wir aber auch eine Chance sehen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt vor unlösbaren Aufgaben bisher stand... Und mich da schieben musste, mal einen kürzeren zu ziehen oder einen Rückzieher. Wir haben einmal einen Rückzieher gemacht und wir hätten das wahrscheinlich trotzdem irgendwie geschafft. Aber durch die ganzen Souls-like-Spiele ist uns eins deutlich bewusst. Es macht nicht so viel Sinn. Wenn du an eine Stelle kommst, die erstmal zu hart scheint, dann mach doch mal einen Rückzieher. Ist doch nichts Schlimmes. Ist doch überhaupt nichts Schlimmes mit dabei. Das ist genau wie das Nein auf die Frage, willst du mit mir gehen? Kann passieren. Rückschläge gehören mit dazu. Man darf sie davon einfach nicht runterkriegen lassen. Ne? Ihr kennt das aus dem privaten Leben. Das ist hier ein Spiel, nicht anders. Manchmal verliert man und manchmal gewinnt halt die anderen.
Ihr wisst es doch. Waren wir hier schon drin? Sagt mir erstmal nichts, aber ich glaube, wir waren hier oben schon in der Höhle. Ja, ja, hier ein paar kleine Blümchen. Dann lache ich doch. Ihr seid mit mir hier eingesperrt. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Okay, die Dinger sind gefährlich, wenn sie... Ich war ja doch noch nicht, weil wir hätten doch sonst hundertprozentig hier schon die... Ja, die Belohnungen hier bekommen aus den Krügen. Hatten wir schon jemals in Krügen sowas drinne? Aber auch hier sieht man, wir hätten gar nicht reingehen müssen. Es ist eher so ein Einwegeportal von der anderen Seite. Also es wird einen Weg geben, um nochmal zu den Schätzen zu kommen. Und da ist eine Energie. Ein Energiekanister. Und ich habe es gesehen. Die 6 ist mir oben nicht entgangen. Jetzt gehen wir auf erhöhte Reichweite. Und hier bei den Bäumen hätten wir es auch schon gebraucht. Vielleicht kriegen wir noch mehr auf Reichweite. Was war denn das hier? Das war Schussrate. Aber ich finde das hier, Schaden und Superschuss und Reichweite, das sind die drei wichtigsten Pfeiler, die Säulen der Erde. Auf die baue ich. Und damit haben doch hier alle gar keine Chance mehr. Was ist das für ein Symbol? Wo bin ich überhaupt hier auf der Karte? Ich fühle mich, als ob ich hier schon mal war, aber wir waren hier noch nicht. Da drinnen weiter auch noch nicht, oder? Wollen wir denn die Karte herbekommen und diesen einen Stein? Karte ist auch falsch. Hier ist ein neuer Skill. Das hier ist ein neuer Skill. Nein, es ist eine neue Einheit, die hier was freischaltet. Es ist kein neuer Skill. Aber auch hier hätten wir schon von der anderen Seite kommen können. Tja, wir räumen das Feld quasi von hinten auf. Ist ein bisschen ätzend. Dann, was machen wir jetzt? Ich gehe nach oben. Ich gehe nach oben. Das sieht auch aus, als wenn es gleich hier einen dicken, fetten Kampf gibt. Hier waren wir auch noch gar nicht. Ach doch, das ist das Startgebiet. Wie oft standen wir auf der rechten Seite? Und das Schild zeigt unsere Heimat an. Das ist es. Ich habe mich gerade gefragt, ist das so ein... Ist das so eine Wegmarkierung für einen Dungeon? Nö. Das zeigt unsere Bude. That's all. Das ist alles. Jetzt müssen wir nicht einen Umweg gehen. Wenn wir jetzt wieder mal in den Wald gehen, dann können wir einfach hier nach links tipsen. Und dann hier nach unten tipsen. Und das war's. Dann sind wir im Wald. Ob es jetzt wirklich viel spart an Gehweg, ich weiß es nicht. Das müssen wir nochmal genau testen, untersuchen. Und schon haben wir wieder 20. Also dafür, dass ich gedacht hätte, das wird viel länger dauern, bis wir wieder mal in die Nähe von 60 bis 90 kommen, war der nächste Schuss war doch dann 90, oder? Kann er mal schauen. Wir sind ja gerade in der Nähe und vor allem, wir haben ja auch jemanden freigeschaltet. Dann macht es ja erst recht Sinn, mal nach dem Rechten zu schauen. War das hier oben? Ja. Wo ist er? Hier. Rechts. Der kleine Pinocchio-Verschnitt mit seiner Riechantenne da vorne. Was hat er? Fragezeichen. Kartenfragment. Er wird mir wahrscheinlich zeigen, wo das nächste Kartenfragment ist auf der Karte, oder? Oder alle? Macht er alle? Er dreht zumindest durch. Oh, ich liebe es. Das hier hat so ein bisschen... Hollow Knight Vibes, wollte ich sagen. Was ist denn jetzt gerade passiert? Wie geil ist denn das? Der zeigt mir auf der Karte jetzt erstmal an, wo alle Höhlen sind. Oder zeigt er mir nur die Höhlen an, die ich schon besucht hatte? Das ist jetzt die größte Preisfrage, die ich habe. Ich zoome mal rein. Naja, es sind noch ein paar. Das hier in der Mitte ist doch eine Höhle, oder? Da ist eine Höhle und da haben wir noch keinen Haken dran. Wir sollten uns davon aber nicht in die Irre führen lassen. Was war denn da oben? Wir sind doch da nicht weitergekommen. Wegen was nochmal? Was hatten uns da oben links den Weg versperrt? Da kommen wir auf jeden Fall nicht lang. Ich glaube, du musst erstmal die Orte finden und dann macht der Kollege für dich einen Scan. Und checkt ab, ob du dort, wo du bereits gewesen bist, alles geholt hast. Und dieses eine büschige
Was ist denn das da? Das ist doch da so ein Benny Buxbaum da. Also direkt links, wo unser Schiff auch hinzeigt mit der Nase. Dieses helle. Da ist doch so ein helles Baumsymbol. Was ist das? Da gehen wir sofort hin. Ja, das ist der größte Nachteil, wenn du wirklich längere Pausen machst. Also macht das bloß nicht, wenn euch ein Spiel gefällt. Macht keine Pause, das macht keinen Sinn. Ist doch mega dumm. Ihr müsst durchspielen. Hier ist irgendwas. Hier muss irgendwas sein. Hier. Einfach nur freischießen. Ja, einfach in den Krügen. So nämlich. Und was will der haben? Zähne? Fünfe? Wir kaufen uns auf jeden Fall das Herz. Das ist so wichtig, weil wir haben ja schon jetzt das sechste, oder? Damit überleben wir wieder einen einzigen Treffer mehr. Das ist fantastisch. Das hier ist ein Kartenfragment. Ne, das blaue Wald. Doch, ziemlich nützlich, um sich zurechtzufinden. Kann gescannt werden. Kostet auch nur 5. Und das kostet 10. Das heißt, wir können uns hier alles kaufen. Nice Stein. Freude ist da, sie ist groß. Und das Gebiet da unten ist doch größer als erwartet. Ich habe ja gedacht, so 3, 3, 3. Also oben 3, Mitte 3, unten 3. Jetzt sieht es also aus, als wenn da links 1 noch kommt, da haben wir ja schon 4. Und dann könnten oben nochmal 3 maximal sein. Sind wir bei 7 Plattformen. Rechts ist bestimmt auch sowas ganz Großes. Aber auf einer Karte 2 Dungeons? Ich weiß nicht, wir bleiben unten. Ich vermute... Was? Reduziert Energieverbrauch von Boosts. Was war Boost? Das war nicht der Schub. Was war denn jetzt Boost? Das hier? Ne, das ist Superschuss. Was war denn der Boost? Was war ein Boost und was war ein Schub? Kraft des Schutzes. In der Mitte steht doch neben unserem Schiff Boost, Schub und Superschuss. Ich komme jetzt irgendwie durcheinander, was Schub und Boost ist. Ist das hier der Boost? Hat das bisher immer Energie gekostet und wenn ich gedrückt halte, dann wird es zu einem Schub. Das ist der Boost und das ist der Schub. Vielleicht so. Ich weiß es nicht. So, jetzt gehen wir mal raus und gucken an, ob da farblich bei der Karte was passiert ist. Das muss ja getestet werden, tatsächlich. Zieh es mal rein. Das sind diese Kleinigkeiten, ich feiere die einfach ab. Jetzt ist nämlich aus diesem farblich hervorgehobenen Bäumchen einfach etwas Ergrautes gewesen. Das heißt, dort, was für mich noch interessante Punkte sind zum Entdecken, die werden farblich hervorgehoben. Und ja, es stockt schon wieder. Ich habe noch nicht geschaut, woran das liegt. Ich bin immer noch der Meinung, es wird auf jeden Fall an den Einstellungen der Nvidia liegen. Ich müsste mal die Bitrate doch etwas runterdrehen. Das ist dann zu vieles Guten hier für Spiel anscheinend. Ja, ich lasse nochmal scannen. Ich habe jetzt eine neue Karte gefunden und da war ja der Hinweis, lässt sich scannen. Also scannen wir den Schlüssel. Jetzt bin ich gespannt. Mal da unten, das ist alles noch unbekanntes Biom. Es gibt gar nicht so viel. Es gibt gar nicht so viel. Das ist wild. Wieso ist denn hier unten? Oder sind das doch nur Orte, die ich schon entdeckt hatte? Naja, rumpalabern hilft ja auch nichts. Wir grasen eh alles ab. Also, ist ja nicht so, dass wir... Ey, das müssen wir uns einprägen. Dass wir uns auf unseren Lorbeeren ausruhen, wollte ich sagen. Das hier ist nämlich so ein Ding... Das werde ich vergessen. Weil es wird ja auf der Karte auch nicht angezeigt. Siehst du das? Hier, da ist kein Verweis. Aber so, wie ich das Spiel jetzt in den ersten Stunden festgestellt habe oder kennenlernen durfte, sieht es ja eher so aus, als wenn es auch dafür irgendeinen Hinweis gibt später. Bestimmt noch nicht leer gekauft. Hier haben wir, genau, wir haben hier noch nichts alles gekauft. Verbessert die Kristallwiederherstellung, reduziert die Menge, die zum Hochstufen. Ja, drin waren wir. Also,
Wir waren schon hier drin, oder? Das war das Letzte, was wir gemacht hatten. Jetzt kommen so Erinnerungsbruchstücke wieder zurück. Ach ja. Hier haben wir das Rennen gewonnen. Okay, nice. Naja, wenn wir 12 haben, kommen wir natürlich wieder zurück. Ist ja selbstredend. Wobei, macht das so viel Sinn? Jetzt bin ich schon wieder in diesem Komplettierungsmodus. 100% muss alles haben. Aber es ist nicht doch besser, sich die aufzusparen und dann den Schuss zu stärken, dass wir hier nochmal eine vierte, fünfte Kanone kriegen. Weil wir haben jetzt hier 4. Ja, es sind 4 Schüsse. Oder war das schon Max? Ich glaube nicht. War noch nicht aufgemaxt. So, hier waren wir schon drin, aber ich muss nochmal reingehen, der kennt's ja. Lieber auf Nummer sicher gehen. Oder ich mache so eine Offscreen-Erkundung, dass ich alle Wege nochmal abgehe, die wir sowieso gemeinsam schon erkundet hatten, wisst ihr? Oder wollt ihr alles sehen? Kann ich mir auch nicht vorstellen, weil gerade hier merke ich ja auch, ich cruise von A nach B öfter mal. Und dabei waren wir ja schon an denselbigen Orten. Also für euch jetzt nicht so cool, aber für mich ist ja mal wieder was Neues. Das ist wie so ein bisschen Alzheimer. Alles, was ich gesehen hatte, ist direkt vergessen, dass die das doch so ein Megaboss, ja, da pennt. Wisst ihr, an was mich der erinnert? An den ersten Legend of Zelda Boss. Wo diese Statuen zum Leben erwachten oder erweckt wurden. Wie sagt man dazu? Und dann sind die doch hier um einen rumgesprungen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn ich ihn anquatsche oder anschieße, dann werden die alle zum Leben und wollen ihn beschützen. Und das ist dann hier so ein Superboss in der Mitte. Ja, erstmal gucke ich, ob hier noch was in der Mitte ist, wo wir lang gehen können, wo wir lang schießen können. Sieht nicht so aus. Es wird ein Kampf kommen hier, oder? Oder will der was? Okay, ich kann mit dem jetzt anfangen. Das ja. Das ist strange. Es gibt auch keinen Baum, mit dem ich anfangen kann. Hier, okay, der macht nichts. Er macht einfach nichts. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg zurück und auch hier erstmal großes Fragezeichen. Aber auch der Ort ist ja auf der Karte gar nicht verzeichnet. Hä, wieso kommen die jetzt erst? Haben die gecheckt, dass ich da unten war beim großen Waldboss? Fanden die anscheinend so pralle. Also für einen Mana-Baum war es ein bisschen zu klein. Aber wer weiß. Wer weiß das schon. Ey, hier schreit alles nach Zeitrennen. Ich sag's euch, das hier ist ein Zeitrennen. Wir gehen zuerst nach unten, ne? Ey, hier wird doch 100% Pro noch irgendwo in der Wand ein Geheimnis sein. Du kannst bestimmt hier was abschießen und immer wieder Büsche abschießen. Wir nehmen alle Käfer mit. Ich würde mich so ärgern, wenn dann so am Ende so ein Käfer fehlt. Und du weißt überhaupt nicht, wo das sein könnte. Der könnte ja in jedem Dungeon sein. Na, wobei, nee, kann er nicht. Wir haben ja jetzt gerade durch diese Kartenfunktion auch festgestellt, dass da sämtliche Secrets mit einem Haken versehen werden, wenn du sie entdeckt hattest. Und dazu gehören ja hoffentlich auch die Käfer. Das wäre ja schlimm, wenn nicht. Tja, jetzt haben wir hier den nächsten Konsorten, den wir freischalten. Was ist das? Ist es ein Skill oder ist es wieder so eine Einheit, die uns neue Skills verkaufen möchte? Ich finde es ein bisschen fies, weil wir helfen den allen. Die sind Jahrtausende eingeschlossen in irgendeinem Kristall. Wir ballern den Kristall weg und als Belohnung dürfen wir was von denen kaufen. Das ist voll fies. Und wieso ist denn der Baum hier so fett? Der ist doch genauso fett. Der ist doch noch viel fetter als der auf der anderen Seite. Ich will hier was wegspringen. Hier, ich will mit guter alter Link-Manier die schnellen Stiefel anziehen, gegenpushen und die Baumkrone hier wegballern. Geht doch bestimmt noch nicht.
Hier schreit alles nach Secret. Das hier ist doch auffällig. Der Baum ist doch super, super auffällig. Und wieso sollten sie uns hier Energie geben? Die wollen auf Nummer sicher gehen, dass wir hier nicht irgendwie mit leeren Händen dastehen. Wird später zum Tragen kommen. Hier gibt es irgendwas zum Freischalten. Da ich aber nicht weiß, was, muss ich erstmal ausblenden. Da oben ist der nächste Bossraum. Wollte ich aber gar nicht hin. Wir versuchen erstmal in die Mitte des Turms zu kommen. Ich denke, wir sollten vom Schaden und vom Level so weit oben sein, dass wir da keine Schwierigkeiten bekommen in dem Dungeon. Hier geht's rein. Das ist ein offensichtlicher Weg. Ich habe ein Level abbekommen. Cool. Neue Stufe. Ich muss trotzdem nochmal gucken. Ja, komm, einmal gucken. Nur gucken, nicht anfassen. Okay, ich gehe nochmal zurück. Da oben in die Wolkenschwade gehe ich noch nicht rein. Bekomme ich ganz böse Vibes. So, jetzt haben wir fast einmal alles umrundet. Wir warten einfach. Easy going. Das können sie ruhig öfter machen. Hier schön schmaler Gang. Und wenn der Käfer irgendwann mal in die Mitte abprallt, können wir schön entgegenlaufen, einsammeln und der Fall ist erledigt. Ja, ihr seht schon, ich bin jetzt leichtsinniger unterwegs. Und gerade wenn du auch nicht öfter spielst, ich habe jetzt gerade gemerkt, um den Satz noch zu beenden, gerade wenn du öfter nicht spielst, bei so einem Spielen dir viel auf Automatismus auch setzen, weil du lernst ja irgendwann schon, also dein Körper, deine Synapsen, die schalten sich ja durch mehrmaliges Üben schon so ein, dass dann irgendwann du aus dem FF Sachen ausweist, weil du kennst den Gegner schon, deine Finger wissen bereits im Vorfeld schon, noch bevor du überhaupt nachdenken kannst, wo du hin ausweichen solltest. Und da sind Pausen ebenfalls nicht förderlich. Also ich gehe schon davon aus, dass je öfter wir spielen, trotzdem nicht wirklich besser werden, durch diese ganzen langen Pausen, die dazwischen sind. Ich müsste das hier durchweg zocken, das wäre so viel schlauer. So, jetzt haben wir hier auch umrundet. Wie komme ich jetzt da in die Mitte? Guck mal, hier ist doch ein Weg frei. Wir haben doch, hier war doch irgendwo eine Lücke. Zum Herz wollte ich ja auch noch. Tunnel, das war doch der Weg hier. Der hier, oder? Sieht zumindest so aus. Unten ist auch nichts, aber kann sein. Wenn ich das Spiel entwickelt hätte, ich würde hier auch nochmal so einen Secret-Gang setzen. Und was noch gemeiner ist, du denkst, du kommst hier nicht durch, da ist aber noch so eine unsichtbare Wand, die du wegschießen kannst. Das wäre dann, das wäre richtig gemein. Okay, jetzt haben wir das Herz geholt. Schön. Schon mal vorbereiten für die nächsten Folgen. Ja, wir stiefeln nicht gleich hier zum Boss. Da wird erst einmal alles abgegrast, was geht. Aber auch da ist in der Mitte ein großer Baum. Ja, so langsam habe ich das Gefühl, es sind doch nur Dekobäume. Sind keine Ausnahmeerscheinungen oder Talente. Guck mal vom Weg her. Das war der. Das war schon der richtige Weg. Okay, dann gehen wir von oben nochmal rein. Zum Turm. Ach, und jetzt sind wir von der anderen Seite. Okay, jetzt haben wir den Weg von beiden Seiten bekommen. Okay, cool. Dann hier oben. Was ist das? Da waren wir auch noch gar nicht. Kommt mir auch nicht bekannt vor. War hier auch so ein Weg, den wir noch mit einem Schalter? Ja, hier tatsächlich. Wieso haben wir denn da den Schalter nicht aktiviert? Ich dachte, ich bin einmal im Kreis rumgefahren. Das müssten wir... Oh doch, das hier kommt mir doch sehr bekannt vor. Warte mal, wir haben doch schon...
Haben wir uns das eine Item, was es hier gab, nicht schon geholt? Was gab's denn hier? Was auch immer es hier gab, das hier ist ein Ort zum Farmen. Da war der Anfangsbereich. Hier waren wir auch schon. Das ist ja eben der Mumpe. Das ist ja irgendwie das Schöne. Durch das gewonnene Herz und unseren Superschuss fühle ich mich aktuell hier in dem Gebiet so unbesiegbar, unverwundbar. Also unverwundbar ist natürlich eine komplette Lüge. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ich muss gar nicht aufpassen, dass ich irgendwo rein crashe. Spielt ja keine Rolle, weil ich bekomme ein Herz abgezogen. Aber im gleichen Moment bekomme ich auch Herzen wieder zurück. Und da kommen wir noch nicht hin. Das dürfte der Boss... Raum sein. Ich muss nochmal rüberfliegen, Leute. Ich muss nochmal nach drüben fliegen. Weil ich will einfach diesen Schalter da. Das triggert mich richtig. Ich kann gar nicht anders. Ich kann mich gar nicht auf die weitere Erkundung konzentrieren, wenn ich weiß, da ist ein Schalter, der noch gedrückt werden möchte. So wie der kleine MB. Früher von seinen Eltern. Hat mein Vater mal falsch verstanden. Der hat mich zwar auch gedrückt, aber mir eher so eine... So reingedrückt. Naja, wisst schon. Ja, Kindheit ist immer so eine Sache. Ihr wisst, was hier passiert. Energie. Zeitrennen, sag ich. Zeitrennen! Ah, hier waren wir genau. Na, ist ja perfekt. Ich hoffe, da war jetzt... Nicht noch was ich übersehen habe. Aber hier muss der Schalter sein. Halt. Genau, die Energie komme ich noch lang. Da fehlt die Fähigkeit, dass wir über Wasser. Hier, das hier. Wir haben das echt übersehen. Das gibt's doch einfach gar nicht. So, und jetzt? Jetzt sieht's doch gut aus. Jetzt können wir so langsam aber sicher mal in Richtung Turm da unten. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Jetzt geht es mir gut. Jetzt habe ich nichts zu meckern. Jetzt bin ich auch nicht mehr so unkonzentriert. Rein hier. Da ist ein Artefakt. Holen wir uns ab in den Turm. Dann zum Boss. Und das ist der Plan für heute. Da kann auch der Boss hier nur Streit ändern. Ja, Mann. Und die Mucke ballert wieder. Okay, du musst vorher schon gucken, wo die Lücke ist. Das war ganz schön knapp, aber wir haben Energie bekommen. Ich könnte nochmal den Sanduhr-Effekt aktivieren. Und das war auch zu früh gerade. Habt ihr gesehen, ich habe zu früh... Bin ich nach vorne... Das war dumm. Das war richtig, richtig, richtig dumm. Und vor allem die Sanduhr zu benutzen, hat ja mal gar keinen Sinn gemacht. Hier wäre es viel besser... ...nur auf diesen Schutz zu setzen. Das ist genau die erste Überlegung, die ich hatte hier heute am Anfang der Folge. Was, stell dir vor, du brauchst die Sanduhr eigentlich gar nicht und brauchst vielmehr den Schutz. Dann aktivierst du den Schutz, aber du bekommst nicht den Schutz gleich nachgeladen. Nein, da du ja dummerweise die Sanduhr auch benutzt hast, muss die auch erst aufgeladen werden, bis du deinen Schutz bekommst als nächstes. Wie lange es aber dauert, habe ich nicht drauf geachtet. Vielleicht nimmt sich das auch nichts. Vielleicht ist das Spiel so gnädig und sagt, hey, du hast eins aufgeladen, das zweite dauert dann nur noch mal die Hälfte der Zeit. Habe ich aber jetzt im Kampf nicht drauf geachtet. So, wir bekommen ein Sonnensymbol. Und das Spiel erklärt nicht, was es ist. Das heißt, wir schauen uns das an. Talisman der Vergeltung. Voll eine Salve, mächtiger Kugeln ab, wenn du getroffen wirst. Oh! Ja, kann in Notsituationen helfen. Und ich komme hier nicht weiter.
Damit steht fest, unser nächster Skill wird 100 pro ein Skill sein, wo wir über Wasser fliegen können oder vielleicht sogar dauerhaft schweben dürfen, dass selbst auch ganz tiefe Abgründe keine Rolle mehr spielen. Was haben wir an roten Items? Ich will nochmal kurz gucken. 16? Dann könnten wir theoretisch auch nochmal zurück in zum Baum. Mach ich. Ich mach das mal. Wir haben ja gerade alles hier schön freigelegt. Schalter aktiviert, ganz brav. Wie es uns aufgetragen wurde. Und damit holen wir uns den Loot. Haben wir uns verdient. So, Johnny Jumper einmal rüber, Jobst. Baum gelootet und danach haben wir einen Haken. Ist wie ein Stempel bei den Pfadfindern. Haben wir uns verdient. Und damit sind die nächsten Level-Ups auch nicht mehr so kostspielig. Also ich weiß nicht, ob wir das dann brauchen, aber je eher wir es haben, desto eher kommen wir auch auf die höchsten Stufen. Das muss man ja an der Stelle auch mal erwähnen. So, und jetzt sehe ich, ist der... Ja, hat der Baum eine andere Farbe bekommen. Auf zum Dungeon. Ich gehe unten nochmal lang. Naja, sah so aus. Ich dachte erst... Die nächsten Skills könnten wir aber dann doch eher auf Geschwindigkeit setzen und Schub, weil die Wege sind hier im Süden doch größer als nach oben. Da war es nicht ganz so wichtig. Aber man merkt das schon, es ist angenehmer, wenn du lange Wege hast und du nicht immer warten musst, bis dein Schub aufgeladen ist. Ich komme hier schon nicht weiter. Ja, lol. Ich brauche bereits den Skill, um überhaupt den Tempel zu erreichen. Okay, das ist jetzt eine Überraschung. Naja, ich bin trotzdem zufrieden. Dann müssen wir... Tja, wo müssen wir jetzt hin? Haben wir jetzt irgendwas bekommen? Also, die Uhr sagt ja immer noch, wir sollen nach oben. Ne, sie klingelt, der Wecker ist gestellt und sie sagt, hier, geh zum Hauptziel, da oben blinkt es. Ich hätte schwören können, wir müssen ja erst nach unten. Ich kann mich noch schwach erinnern, dass wir da oben irgendeinen Schalter umlegen konnten. Ein von vier. Vielleicht ist doch das nächste Ziel. Und wir haben ja auch in der Stadt, aus der wir herkommen, da ist ja noch eine Fähigkeit, dass wir uns instant teleporten könnten in unserem Anfangsbereich. Das müssen wir mal freischalten, ne? Weil die Wege werden länger. Hier komme ich nicht rüber. Oder kann ich? Vielleicht mit ein bisschen Speed. Ich mach's nochmal. Ah, nee, klappt nicht. Klappt nicht, klappt nicht. Aber das wäre so ein Ding, wo ich aus Speedrunner-Sicht mich mit anderen unterhalten würde und sage, habt ihr mal getestet? Kann man da rüber glitschen? Geht das? Mit Frame Perfect? Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin hier gefangen. Und wie schön wäre es? Instant Teleportation. Und der Fall ist erledigt. Jetzt sind wir wieder links. Ich muss nochmal rein, Leute. Es hilft ja nichts. Es tut mir leid. Ihr wisst bestimmt noch ganz genau, was da hinten gewartet hat auf uns. Aber ich weiß es nicht mehr. Der Boss war hier weg. Der sollte uns nicht mehr stören. Ich denke auch nicht, dass uns die kleinen Viecher hier großartig auf den Sack gehen werden. Ein bisschen farmen könnte man hier. Was war jetzt hier der Grund, dass wir nicht weiterkamen? Hier erstmal nichts. Können wir vorstellen, dass wir von der anderen Seite einen Weg verschießen? Was hat uns hier blockiert? Wieder Wasser. Das ist der zweite Bereich. Okay, wir haben rechts den einen Tempel, den wir nicht erreichen können. Dungeon Nummer 4. Nenne ich ihn kühn. Und hier haben wir den nächsten Bereich. Kommen wir auch nicht weiter. Wir brauchen also bei beiden Seiten, Osten und Westen, einen besseren Flugskill. Es wird Zeit, dass wir uns auf die Suche machen, dass wir den finden. Und damit haben wir aktuell nur einen einzigen möglichen Weg. Und der ist rechts oben.
Den habe ich voll vergessen. Den habe ich ja komplett vergessen. Was macht denn der? Hä? 120, alles klar. 65. 14 brauche ich. Der Dorfstern. Der Dorfdepp. Aber wieso sickt denn der da oben? Ich habe ihn doch nicht befreit aus seiner Last, indem man hier einfach ein bisschen rumsummen soll. So haben wir gar nicht gewettet. War hier Tutorial? Ach, das Ding. Tja, was es damit auf sich hat, auch gar keine Ahnung. Ich sollte mir nie ablenken lassen. Fokus. Fokus. War ich da schon drin? So viel zu Fokus. I don't know. Ich spring hier rein. Boss Battle. Haben wir ein Schwein, dass wir schon völlig overpowered sind hier für diesen Bereich? Ist mir egal, wir bleiben einfach stehen in der Mitte. Easy going. Und das nur, weil wir zu krass schon sind. Wir hätten schon längst mal den Bereich hier abklappern können. Es gab aber bisher keinen Grund dafür. Und leider gibt es auch nichts Besonderes. Ich meine, ja klar, wir haben dann wieder vier Munchkin-Dreher bekommen. Ich brauche für die Dinger mal einen Namen. Ach, hier ist das Herzteil. Okay, dann beschwere ich mich nicht. Jetzt haben wir jetzt schon... Wir haben quasi jetzt am Anfang der Folge schon vier Herzteile gefunden. Das ist krass. Das ist ja enormer Progress und deswegen haben wir da auch jetzt einen Haken dran bekommen. Und in der Mitte, da ist noch kein Haken. Tja, wir könnten nach oben gehen, nach unten. Naja, hier unten war ja nichts. Da unten, da geht's ja wieder zum Wald. Hier ist noch zu. Hier waren wir auch schon. Hier müsste die Flamme gewesen sein. Nee, wir sind mal runtergefallen schon. Daran kann ich mich erinnern. Aber es kann nicht schaden, nochmal die altbekannten Gebiete zu durchsuchen auf einen zweiten, dritten, vierten Durchlauf. Und manchmal kriegst du ja wirklich jetzt hier mit einem neuen Skill ein bisschen mehr raus. Ach, hier war auch ein Zeitrennen. Ja, das können wir auch vergessen. Genau, hier war nur Zeit drin gewesen. Ja, und das meine ich. Sowas könnte man ja theoretisch wegschnippeln. Aber wieso ist jetzt hier nochmal ein Kampf? Das verstehe ich gerade nicht. Weil wir waren doch hier schon mal. Das ist ja schon ein bisschen unnötig, oder? Also auch das ist ein Mittel, um nochmal etwas Erfahrungspunkte zu farmen, wenn man da Bock drauf hat. Oder waren wir hier noch gar nicht? Fahren wir hier echt noch nicht? Doch. Ich glaube, wir waren hier wirklich noch gar nicht. Es kommt mir so verdammt bekannt vor. Nee, wir waren ja noch gar nicht. Auch das hätten wir schon viel eher machen können. Ich hätte schwören können, diesen Kampf da unten, den hatte ich doch schon mal. Oder bin ich da nicht weitergelaufen? Habe ich irgendwann abgebrochen und gesagt, du, ich gehe zurück. Weil hier ist mir das noch zu heiß. Es könnte sein.
Naja, also nach rechts geht schon mal nicht. Nach rechts geht schon mal. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo wir geführt werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht so hart werden sollte. Weil das hier sieht schon so aus wie ein Bereich, in dem wir bereits hätten gehen können, schon vor einigen Stunden. Also vor 2 Stunden vielleicht. Weil so viel haben wir noch gar nicht gespielt. Okay, wieder was gewonnen. Hier sind Palmen. Und wir haben 3. Wir haben wieder 3 Level bekommen. Ich finde auch der Bereich ist schön fürs Farmen. Mit den 3 können wir noch was anfangen, oder? Schussreichweite. Dafür reicht ja, Schussgeschwindigkeit reicht schon. Ich gehe auf Boostgeschwindigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit. Und die lasse ich dann auch dauerhaft an. Noch ein Schalter. Okay, also bisher sind es erstmal nur Schalter, um die Wege erscheinen zu lassen. Aber hier waren wir schon, oder? Nee, auch nicht. Wir hätten das alle schon längst haben können. Ich muss mal gucken, wo ich hier rauskomme. Hier. Tja, so einfach kann es gehen. So einfach kann es mal gehen. Es gab noch eine zweite Energie, wo du auch über Wasser fliegen konntest. Das war in so einem ähnlichen Tunnel. Das darf ich auch nicht vergessen. Hier ist noch was. Guck mal. Oh, ja, Mann. Erzklumpen. Richtig großer. Damit haben wir es. Stufe 2 erreicht und Geschwindigkeitsupgrade ist auf noch nicht 2. Da fehlt noch einer. Ein Level up. Dann bleiben wir hier. Bleiben wir erstmal hier. Schau mal, ob wir rechts... Nee, kommen wir auch nicht weiter. Und da hier auch keine Steine im Wasser zu erkennen sind, dürfte es auch keine Brücke geben. Das heißt, ich muss hier einfach den Weg drumherum suchen. Hier gab es doch die Hüpfer, oder? Weil wir sind ja in der Nähe des ersten Dungeons, genau, die meinte ich. One-Shot! Oh, die halten ja gar nichts mehr aus. Hi, vergessen. Ich habe vergessen, dass die beim Aufprall so einen Rundschuss machen. Mal gucken. Er muss zu uns kommen. Schwein gehabt! Richtig Schwein gehabt. Der hätte ja auch nach oben fliegen können und was dann? Der hätte man ihn hier verfolgen müssen, immer so im Kreis. Ich brauche die Karte, weil hier bin ich ja völlig lost. Oh, so viele Wege. Wollen wir? Ja, wir machen was. Wir sind jetzt die beste Strategie. Ich würde sagen, alles was wir finden, nehmen wir auch direkt mit. Hier ist eine Höhle, rein da. Ist das schon das Dungeon? Nee. Doch! Vielleicht nicht direkt das Dungeon, aber der Weg dahin. Und das hier sind 2 Wächter anscheinend. War schon mal nice, dass sie mir ein Herz gaben. Ja, mit einem Powerschuss kommst du hier rein. Okay, wie geil. Wie geil ist das? Das ist vom Level-Design feierst gerade richtig ab. Weil der Koloss zählt ja als unique Gegner und in dem Moment, wo wir den jetzt weggeschossen haben, bleibt er auch für immer weg. Ist natürlich cool. Das heißt, jetzt haben wir im Norden und im Osten uns den Weg geschaffen und hier... Gab's doch auch in der Mitte noch so ein Geheimnis, oder? War nicht auch ein Herzteil irgendwo?
ausblenden. Ich muss es auch hier wieder ausblenden und ich bleibe hier auf der linken Seite. Ich gehe immer weiter nach oben und nach links. Aber ist das so clever? Das war der zweite, ne? Das war sogar wichtig fürs Dungeon. Okay, nee, dann ist es doch genau so richtig, wie wir es machen. Wir müssen erstmal den Weg zum Dungeon freilegen, indem wir die Fackeln entzünden. Die Fackeln der Gerechtigkeit. Machen wir. Guck mal, und hier sieht es auch so aus, als wenn das alles limitiert sei. Also unsere Bewegungsreichweiten. Und schon mal aufgefallen, dass wenn du R2 drückst und der Powerschuss vorbei ist, dann muss ich erst die R2-Taste wieder lösen und erneut drücken, dass ich nochmal den Powerschuss mache. Das ist auch so eine kleine Gewöhnung. Bei einem Bosskampf passiert es mir sehr häufig, dass ich einfach in der Panik aus dem Druck heraus diesen Button gedrückt lasse und manchmal vergesse, ihn zu lösen. Und dann wundere ich mich die ganze Zeit, warum kein neuer Powerschuss kommt. Wieder ein Herzteil. Na, jetzt geht's aber ab. Jetzt haben wir schon zwei Herzen bekommen. Und ist das Limit nicht 10? Oder gibt's noch mehr als 10 Herzteile? Weil wenn du dich im Pausenmenü befindest, dann kannst du ja erkennen, wie weit dein Progress ist. Da ist ja Platz für so 4 Totenköpfe, also 4 Dungeons. Kann man ja den dort entnehmen. Und, warte mal, hier kannst du... Naja. Und Platz für 10 Herzteile. So sah es zumindest aus. Also wer weiß, ob wir nicht da auf einem guten Weg schon sind. Oder hätte man schon eher hier hingehen sollen? Weil ich fühle mich gerade echt so ein bisschen overpowered. Und vom Hardcore-Level kann ja auch keiner sprechen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwo gewartet haben, bis wir eine schöne Route gefunden haben, die uns die Möglichkeit gibt zu farmen. Also Erfahrungspunkte von diesen Kristallen. Hier, da haben wir ein Almec-Portal. Jetzt haben wir eine schöne Runde geschaffen. Ja, geschaffen und nicht geschafft. Ich habe sie geschaffen. Das war nicht so schlau. Aber ist egal. Es ist auch komplett Relais. Muss man oben lang. Aha. Du bekommst doch nicht hier umsonst Energie. Willst du was da machen? Sanduhr-Action. So nämlich. Wir hätten uns auch schützend mit dem Schild beweisen können. Aber jeder Skill bekommt mal seine Chance. Und ich muss mich dran gewöhnen, auch alles zu aktivieren. Bloß nichts aufsparen. Alles, was uns hilft, immer gib ihm. Volle Batterie, Action. So, jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen. Das war schon mal schön. So, oben den Kollegen. Okay, das hat mich überrascht, dass der mich getroffen hat, weil ich habe mich gut gefühlt beim Ausweichen. Läuft. Wieder ein Herzteil. Was soll ich sagen, Leute? Und vor allem, wir haben jetzt mittlerweile so viel bekommen. 28. Wir haben schon wieder 28, sogar jetzt 30 bereits von den roten Scheiben erhalten. Ich muss ins Dorf zurück. Das mache ich gleich mal. Weil ich muss den Skill freischalten. Hä? Ich konnte irgendwie nicht mehr rüberspringen. Vielleicht... Hat das Schilf gestört? Ich hoffe nicht. Ne, warte mal. Ich muss hier hin. Genau. Immer schön dem Weg folgen. Es ist ja alles ausgewiesen. Quasi verlaufen unmöglich.
So, da sind wir. Okay, Johnny. Das hier würde ich haben. Dorfstern. Jetzt haben wir einen 14. Ich denke, das ist eine sehr sinnvolle Investition, weil jetzt befinden wir uns immer am Arsch der Welt. Und jetzt müssen wir nicht immer den Weg zurücklatschen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Also, wo ist jetzt die Möglichkeit? Wie mache ich das? Bringt dich jederzeit zurück ins Dorf, funktioniert aber nur im Freien. Vielleicht wird er hier angezeigt. Da, Kreistaste, siehst du das? Wenn ich jetzt Kreis drücke. Ich muss bestimmt gedrückt halten. Oh, haben wir jetzt für einen Respawn? Da geht dann gesorgt, ich hoffe nicht. Was war hier? Hä? Fahren wir nicht schon mal links unten? Der Schlüssel ist hundertprozentig das, was wir hier brauchen im Menü, da oben in der Mitte. Aber es zählt nicht als abgeschlossen. Das ist ja voll scheiße. Wisst ihr, was daran jetzt gemein ist? Weil die Karte zeigt ja, dass hier ein Artefakt drin ist. Das ist aber eigentlich gelogen, weil das Artefakt ist ja nicht wirklich hier drin. Es gibt ja verschiedene Eingangsbereiche. Der Weg ist ja in der Mitte. Und da ist dann der Schlüssel und ich muss erstmal alle vier Pforten da öffnen. Aber ist das nicht strange, dass laut Karte, aber das hier nur angezeigt wird? Vielleicht muss ich die anderen Karten aufdecken und dann nochmal jemanden drüber schauen lassen. Weil wenn das genauso aufblickt in anderen Bereichen, dann wäre es ja für mich okay. Aber wir haben doch schon mal, weil in der Mitte standen wir doch. Ich könnte schwören, dass das hier... Warte mal. Ich muss es abchecken. Es tut mir leid, auch wenn wir hier die Wege doppelt und 3000 Mal abgehen. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt Zeitmangel haben. Wir haben ja genug Zeit. Genau, von oben kommst du rein. Du kommst nur von oben rein. Das habe ich gar nicht gesehen. Vielleicht ist deswegen auch laut Karte hier kein Symbol. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja das, was ich komisch finde. Es hat ja theoretisch hier auf der Karte, dort, wo wir uns gerade befinden, auch das blinken können. Aber tut's nicht. Und hier ganz in der Nähe muss doch noch die nächste Höhle sein. Das verstehe ich ebenfalls nicht. Weil es ist ja alles irgendwo in der Nähe, oder? Also hier irgendwo in der Nähe muss ja der nächste Eingang sein. Der war nicht hier, oder? War der hier schon? Ne, der war nicht hier. Ist auch von oben. Ich bin so gespannt, Leute. Ich bin so gespannt, wo sich jetzt der Eingang befinden wird. Es ist halt schade, warte mal. Doch, ich kann es dir zeigen. Ich habe ja hier noch meine Maus. Hier, ne? Wir wissen, hier ist rechts. Hier ist die Mitte. Das heißt, theoretisch, laut Kartenlogik, muss ja hier irgendwo eine Höhle sein, damit das logistisch auch passt. Hier oben vielleicht. Wir waren ja schon in der Höhle. Oder kommst du von der Mitte aus hin? Vielleicht ist auch hier irgendwo eine Höhle. Ich denke, ich mache mir da einfach zu viele Gedanken. Ich muss es ausblenden, ne? Wir haben ja später, wenn wir wirklich dann über Wasser fliegen können, so viel mehr Möglichkeiten. Und jetzt bin ich wieder hier. Ich muss es ausblenden. Aber das immer sagen und nicht dran halten, sind ja auch dann so zwei verschiedene Paar Schuhe, nicht wahr?
So, jetzt sind wir wieder hier. Das ging doch recht fix. Okay, jetzt haben wir hier den nächsten Händler. Das ist eine Tafel. Die Tafel brauchen wir ja erstmal noch gar nicht. Erhöht die Chance von Feinden Herzen zu erhalten. Oh, das ist geil. Das ist richtig geil. Ich meine, bei Bossen hilft uns das erstmal noch nicht. Aber wenn wir getroffen werden, machen wir ja Konterschaden. Wenn im gleichen Verhältnis ich auch eine Chance habe, das verlorene Herz zurückzubekommen, dann wäre es ja sogar eine Strategie, sich bewusst treffen zu lassen. Aber ja, ich denke, das wird nicht passieren. Und einsamer Sumpf. Ja, jetzt kaufen wir auf jeden Fall 15 her damit. Und vor allem, es kostet nur 5. Also heute ist Progress. Richtig geil. Ja, 4 fehlen noch. Es fehlen noch 4. Jetzt könnten wir wieder zur Stadt. Und ihr wisst, was passiert? Wir machen das auch. Das nehme ich ebenfalls mit und die Tafel, die muss warten, bis wir die nächsten 14 haben. Weil vom Schaden geht's. Vom Schaden geht's. Jetzt können wir mal die Teleportation direkt probieren. Ja, ich habe den Kreisbutton nur gedrückt gehalten und schon bin ich wieder hier am Zielort. So, was wollte ich jetzt machen? Wir können erstmal uns aufstärken, dass wir alle Herzen wiederbekommen. Und hier, genau. Der Analyse-Heini. Ich bin mir nicht sicher, ob der... Also brauche ich hierfür die Steintafeln? Weil der sieht ja so aus, als wenn er in einer Ecke wäre, die mit Steintafeln hantiert. Also je mehr Steintafeln ich ihm bringe, desto sauberer werden seine Analyse-Skills. So in der Art, kann ich mir vorstellen. Kartenfragment. Naja, schon, oder? Tja, das kriegen wir nur raus, indem wir jetzt noch mehr von den Dingern sammeln. Dann zum Baum gehen, das kaufen und dann nochmal eine Analyse drüber jacken. Und wenn dann noch irgendwas dazukommt an Tools. Was denn hier? Was denn hier? Und vor allem, was denn hier? Das sind offene Gebiete. Wir waren da noch gar nicht. Und selbst in der Höhle hier ist auch noch was. Muss ich erkunden. Das war das hier von der Mitte, da wo wir von oben runterfallen mussten. Ja, genau an das Herz habe ich mich noch erinnert. Hier war das also. Okay, naja, dann wird ja trotzdem irgendwo der Eingang. Ach, und hier komme ich ja auch noch nicht rein. Okay, dann wird das uns bestimmt zum Herz in der Mitte führen. Ja, ihr seht schon, wir haben jetzt ganz viele Orte gefunden, wo wir einfach die Fähigkeit brauchen, über Wasser zu gleiten. Wir können doch schon mal raten, wie das dann aussehen wird. Ob wir dann dauerhaft über Wasser fliegen können oder ob es nur so zeitlich begrenzt sein wird. Können wir vorstellen, dass es auch hier eher so eine Begrenzung gibt? Und das gehört ja zum Bereich. Deswegen, es ist ein und derselbe Sud. Okay, die kleinen Bosse von vorhin, die sind natürlich weg. Die gaben ja auch die roten Drehscheiben. Und hier sind wir, glaube ich, stehen geblieben, weil wir noch nicht nach rechts gehuscht sind, oder? Da oben war ein Schalter, den haben wir. Ich gehe trotzdem nochmal hoch. Schön.
Das war so eine schlechte Idee. Tatsächlich, ich komme nicht mehr zurück. Die blockieren mich, aber warum? Kann ich hier echt nicht gegenspringen? Und wie haben wir es von hier geschafft? Okay. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen, aber ist ja nice to know, oder? Ach, ich kann die Rotze abschießen. Mit dem Powerschuss. Wusste ich nicht. Okay. Naja, dann nutzen wir natürlich unsere gewonnenen Skills. So, wo kommen wir jetzt hin? Das ist wieder so eine Unterführung. Ja, auch das hier lädt eher zum Schub ein. Es ist auch hier wieder ein Weg ohne Wiederkehr. Das macht mir Sorgen. Und hier unten waren wir noch gar nicht. In der Höhle da. Okay, ist der dritte. Einer noch. Der ist aber unten. Das heißt, wir haben oben einen vergessen. Okay, ist auch eine Überraschung. Und kann es sein, dass wir uns hier sowieso entschieden haben, erstmal nach links zu gehen, dann nach oben? Ach, Mensch. Meine Orientierung. Ach, hier. Da war der Käfer in der Mitte. Der kann sogar unter Schilf verborgen sein. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir müssen auf jeden Fall nochmal nach oben. Da war ja so viel fucking Schilf. Jetzt haben wir ein Herz bekommen. Schön. Aber der kann ja theoretisch überall sein. An irgendeinem Ort, wo du gar nicht damit rechnest. Ich meine, klar, hier geht's noch. Da ist es schön hervorgehoben. Und wir hatten jetzt geschossen. Die von da oben. Was haben die bitte für eine unmenschliche Reichweite? Was soll denn das? Das geht so nicht. Fühle mich hier benachteiligt. In meiner kleinen Minderheit. Aber wir waren doch hier auch noch gar nicht. Das hier ist da auch schon wieder alles neu. Und unten der eine Weg ist ebenfalls noch neu. Hier ein Ort zum Runterspringen, schätze ich. Hier ist ein Schalter. Was passiert jetzt? Aha! Die Baumschubser sind aktiv. Kurz mal die Dinos bestellt, Baum weggeschoben und schon hat sich ein neuer Weg für uns freigemacht. Na, das ist doch schön. Und da sind wir runtergesprungen. Okay, bevor ich jetzt hier nach rechts gehe, das ist nämlich ein Tunnel, bleibe ich erstmal hier. Haben wir noch irgendwas vergessen? Nee. Hier gehen wir wieder zurück. Da gibt es doch keinen Weg. Und oben haben wir alles. Genau, wir sind hier gestartet. Dann sind wir nach links oben gelaufen. Hier in der Mitte waren wir, glaube ich, auch schon. Hier war der Tempel, okay. Da ist der Eingang. Den Boss machen wir heute noch. Das ist ja Ehrensache. Wir machen den Boss. Weil das hier wird der letzte Weg sein. Zum letzten Schalter. Und wir werden im Tempel 100 Pro die Fähigkeit bekommen, über Wasser zu schweben. Oh. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte tatsächlich, hier geht's weiter nach oben. Ich brauche einen neuen Weg. Kann ich direkt aufhören. Ihr wisst warum, ne? Wir müssen hier auf Schub und Geschwindigkeit volle Pulle gehen, habe ich aber nicht gemacht. Wenn es ausreicht, ist super. Wenn nicht, ist scheiße. Und der ist zu schnell. Der ist zu schnell, wir sind zu langsam. Letzte Kurve. Die letzte Kurve hat's gemacht. Ja, Mann. Okay, es reicht aus. Wir bleiben auf der aktuellen Geschwindigkeitsstufe. 2 ist völlig in Ordnung. Und damit haben wir den vierten geholt. Die Hälfte. Die Hälfte geschafft. Kommt da gut hin. Wir haben über die Hälfte an Herzen. Wir haben jetzt über die Hälfte an... nee, nicht über die Hälfte. Wir haben genau die Hälfte an Dungeons. Genau die Hälfte an den Viechern, die wir im Sprint besiegen müssen. Also ich bin bisher erstmal zufrieden.
Aber wo ist jetzt der Weg nach oben? Irgendwas fehlt noch. Was haben wir da vergessen? Waren wir hier schon? Es muss ja hier sein. Wie komme ich jetzt da lang? Wir sind hier runtergesprungen, aber der Weg hier hat sich noch nicht geöffnet. Aber da ist ja auch nichts. Warte mal, ich muss mal auf die Karte hier. Ich muss mal auf die Karte. Hä? Hier ist ja auch kein Weg. Guck mal, hier komme ich nicht rüber. Ich müsste irgendwie einen Weg... Vielleicht hier? Aber dort in der Mitte war ja nichts. Vielleicht schaffen wir es gar nicht heute zum Dungeon. Ich sehe mir schon, dass wir hier enorm viel Zeit verplempern, weil wir einfach den Weg nicht finden. Aber es muss rechts oben in der Ecke sein. Ja, also ich wurde getroffen anscheinend, habe ich nicht mitbekommen. Irgendwas hat mich da erwischt und ich war trotzdem, also erstens überrascht, dass ich überhaupt getroffen wurde. Was habe ich echt nicht mitbekommen. Ich dachte, ich bin da super aus dem Bereich der Kugeln. Aber die Bullet haben mich erwischt und ja, von daher bin ich natürlich auch zurecht K.O. gegangen. Muss ich mir nachher nochmal anschauen. Hier waren wir schon. Ich hätte eher nur überrascht, dass wir nach rechts konnten. Das hat mich also total überrascht. Warte mal, wir sind... Ach, okay, das passt. Das hier habe ich komplett aus den Augen verloren. So ist es halt. Wir sind ja bewusst von links nach oben und dann nach rechts gegangen und ich war einfach nur rechts noch nicht. Deswegen hat es mich auch gerade so überrascht, dass jetzt hier so ein Bosskampf, so ein Zwischenbosskampf stattgefunden hatte. Na dann passt es ja. Dann würde uns ja genau der Weg hier zum letzten Kämmerchen führen. Ja, easy. Oh, der macht 2 Schaden. Der macht 2 Schaden. Ja, ich wollte jetzt ganz besonders schlau sein und sagen, hier, ich mache mal schön eine Sanduhr-Action. Und in dem Moment, wo der runterpurzelt, habe ich genügend Zeit, den zu attackieren. Also ja, so war es auch, aber ich wurde anscheinend trotzdem getroffen. Und das ist das erste Mal seit Beginn des Spiels, dass uns ein Gegner 2 Herzen weggenommen hat. Also die schwarzen Angriffe scheinen härter zu sein, auf die muss ich aufpassen. Dass wir von denen nicht getroffen werden. Okay, warum der Klumpen hier in der Mitte? Denke sofort wieder an, da gibt es ein Secret. Das hat eine Bedeutung. Du musst ja in alles irgendetwas reininterpretieren. Hihi.
Das war alles nur instinktiv und wir, jetzt haben wir auf einmal sehr viele Herzen bekommen. Okay, das ist cool. Habt ihr mal drauf geachtet? Ist denn wirklich was an Projektilen zurückgepfeffert worden? Als wir erwischt wurden, gab es da einen Schuss? Zurück? Ich weiß es nicht. Sah jetzt nicht aus wie ein Dungeon. Das sah aus wie so eine übergroße Schildkröte. Also ein Panzer, der Rücken einer Schildkröte. Vielleicht bringt die mich irgendwo hin? Und davor habe ich am meisten Angst, dass man das nämlich genau nicht checkt. Was aber auch nicht so schlimm ist. Ich meine, ich werde sowieso später, wenn ich alle Dungeons geholt habe, von vorne bis hinten nochmal alles erkunden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann auch das gar nicht mehr so schlimm ist, weil wir haben jetzt in den ersten Stunden, also jetzt haben wir ja schon fast die Hälfte, denke ich, geschafft, festgestellt, wie das Spiel funktioniert. Das wird uns schon noch zeigen, wo wir was vergessen haben. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Geil wäre auch, wenn jetzt direkt einfach so ein Kampf stattfindet. So gar kein Dungeon. Es gibt einfach einen Kampf. Nee, es ist Schildi. Was macht Schildi? Uralter Freund. Erwecke die riesige Schildkröte. Ich kann nichts machen. Ich kann mich zwar hier drehen auf der Stelle, aber ich kann mich nicht bewegen. Ach, sag nicht. Die fährt uns jetzt den ganzen Weg von hier nach hier unten. Okay, das feiere ich ja enorm. Da müssen wir die jetzt bestimmt beschützen. Oh, stell dir vor, hier auf dem Weg. Auf dem Weg ist noch irgendwo so ein Goldkäfer. Ah, es wäre zu gemein, das können sie nicht machen. Geil, du kannst sie abschießen, aber. Muschel, der Muschelpalast. Ich muss gar nicht schießen. Also falls beim Zugucken der Eindruck entsteht, ich steuere die Schildkröte, nee, das macht die alles automatisch. Und ich denke, sie zeigt mir einfach nur die Wege an, die ich noch habe. Oh, ist das großartig. Es hat uns wirklich einfach nur zum Dungeon geführt. Das ist ja richtig geil. Das ist ja richtig geil. Oh, ich liebe es. Es ist so ein geiles Spiel. Weil das ist wieder eine Kleinigkeit, mit der rechnet man nicht. Okay, es gibt eine Trophy für das Zerstören von Kokosnüssen. Ja, dann machen wir doch hier schön weiter. Weil ihr wisst, was passiert. Hier bei der Kokosnuss. Da wird selbstverständlich ein Goldkäfer lauern. Das ist ja sowas von klar. Als ob jetzt hier nicht nochmal irgendwo in irgendeiner Nuss ein Käfer wartet. Und da ist ein Herzzahl. Ich werde verrückt. Ey, was wir heute an Herzzeilen bekommen. Und wir sind noch nicht mal im dritten Dungeon. Hier in einer Tour. Wir kriegen in einer Tour coolen Loot. Baller hier alle weg. Und wir müssen es machen. Ich kann die hier nicht liegen lassen. Es ist diese Angst dieses goldenen Käfers, dass ich den verpasse. Es geht nicht. Okay, irgendeiner schießt schwarze Mumpeln. Und wir wissen, was das bedeutet. Zwei Herzen weniger. Super gefährlich. So, der macht den Weg unten frei bestimmt. Und ich gehe auch zuerst da unten hin. Es ist ja... Es macht ja wenig Sinn, diese kleinen Inseln abzuklappern, wenn ich ja eh schon davon ausgehe, dass wir hier etwas bekommen, um über Wasser zu gleiten. Und so wird es auch passieren.
dann muss ich mir erstmal. Warte mal, ich muss mir erstmal hier angenehmer hinsetzen, Leute, bevor wir den Dungeon machen. Oh, tut mir doch leicht der Hintern weh. So, keine Ahnung, wie lange das jetzt gewesen ist. Ich schätze mal, ein Stündchen haben wir jetzt verbracht mit Erkundung. Aber egal, wir machen hier direkt weiter. Da unten ist der Bossraum. Okay, schon mal cool. Direkt am Anfang, am Eingang. Hier, Speicherpunkt. Ich gehe sofort nach oben. Was passiert hier? Da ist die Fähigkeit. Da ist die Fähigkeit. Wir werden sie holen. Sie lacht uns schon an. Hier ist ein Schlüsselplatz. Wir bleiben hier. Ich gehe durch. Ich gehe sofort durch und gucke, was passiert. Hier kein Secret, nur Steine. Der erste Schlüssel, die erste Kampfarena. Okay. Okay, die sind ätzend. Die halten auch, ich muss sagen, die halten schon viel aus. Es ist zwar das dritte Dungeon, aber überleg mal, wie viele Schüsse die aushalten. Das ist schon. Krass. Okay, damit muss ich mich jetzt erstmal auseinandersetzen. Was war denn jetzt hier das Problem? Sollte ich Crit-Chance mal mitnehmen oder hier Schussrate 5? Schussgeschwindigkeit? Ich habe nicht das Gefühl, dass Schussgeschwindigkeit irgendwas bringt. Boost, normale Geschwindigkeit, ist alles. Naja, das hier wäre schon cool. Schussrate 5. Ich gehe mal auf. Ja, maximal erstmal Schussgeschwindigkeit. Es sind halt neue Gegner, an die muss ich mir erstmal gewöhnen. So, mal gucken. Ich habe mich mal ein wegbekommen. Das ist schon. Und vor allem, du kannst dir auch gar nicht so viel Zeit lassen. Das sind ja Gegner, die sind ja super undankbar. Weil die schießen. Und wenn die sich im Kreis bewegen, musst du ja auf sie zielen, was ja blöd ist, weil entweder ist dein Blick auf die Munition gerichtet oder auf den Gegner. Wer gut spielt, kriegt beides hin. So. Naja, wir machen es natürlich diesmal ein bisschen schlauer. Und ihr seht, was hier passiert? Schwarze Mumpeln. Schwarze Mumpeln. Zwei Herzen weg. Direkt mal zwei Herzen weg. Das ist so katastrophal. Das ist. Ey, wir dürfen hier. Wir dürfen einfach nicht uns treffen lassen. Ich meine, das war ja vorher schon klar, dass das gemacht werden sollte, dass man hier einfach nicht getroffen wird. Aber jetzt stell dir vor, wir hätten noch nicht mal so viel. Wir wurden schon wieder getroffen. Von irgendwas. Ich habe nicht gesehen, was. Ach, die da unten schießen wieder. Das wird nichts. Ich habe mich verdrückt, muss ich gestehen. Ich wollte gar nicht die Sanduhr benutzen. Ich wollte eigentlich nur hier kurz mal so rüber dashen. Oh, Schwein gehabt. Aber auch hier geht's trotzdem noch. Das war es der zweite Versuch. Er war zwar nicht so super erfolgreich. Also doch, er war schon erfolgreich, aber er war nicht gut gespielt. Du kannst noch besser ausweichen und ich muss die stationären Einheiten, die müssen zuerst weg. Weil wenn die immer diese schwarzen Munitionen schießen, das ist ja voll Katastrophe. Da bist du ja, wie viel haben wir? Wir haben 2, 4, 6, 7. Da kannst du dreimal erwischt werden und dann war's das, dann bist du weg.
Aber es geht trotzdem noch, weil wir sind ja... Wenn wir sterben, gleich am Anfang des Dungeons. Und das ist schon, finde ich, sehr soft. Wir müssen da auch nicht mehr hin. Kein Backtracking notwendig. Das heißt, Challenge accepted. Wir haben es auch geschafft. Unsere zwei Versuche ist okay. Ja, ein Energie-Upgrade, das nehme ich gerne. Wer hätte das gedacht? Einfach hier komplett unerwarteterweise liegt hier ein Schlüssel. Den habe ich ja gar nicht gecheckt. Naja, was passiert jetzt? Was passiert, wenn ich jetzt sterbe? Ist dann der Schlüssel weg? Oder zählt er trotzdem als eingesammelt? Ja, es ist halt... Ich hab ihn! Immerhin hab ich ihn! Sind wir wieder ein Stückchen weiter. Hier, nächster Kampf? Nein, erstmal nur die Fackeln freisenden. Okay. Dann, bin ich ein Holzkopf. Bin ich ein Holzkopf? Ich komme auch nicht mehr zurück. Oh, lass es jetzt bitte nicht so ein Rätsel sein, dass ich den richtigen Schalter treffen muss. Und dann alle vier... Nein, ich habe ein Herz vergessen. Und alle vier andere... Also ich muss die alle vier in der richtigen Reihenfolge machen. Und immer, wenn ich das falsch mache, kommen Gegner. Nee, es sieht eher so aus, dass es völlig egal ist, was ich mache. Bei jedem Schalter kommt Gegner. Und wer so richtig krass ist, der nimmt alle Gegner auf einmal. Und wer so ein Mimöschen ist wie ich, der sagt sich, nö, ich mach das hier schön getrennt. Sollen die mal schön hier einzeln aufploppen auf dem Bildschirm. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Schön. Und das ist auch schön, weil wir wissen, wenn die besiegt sind, die kommen dann nicht nochmal wieder. Selbst wenn wir von vorne anfangen sollten und hier sterben. Hat's gereicht? Kommen wir ran? Sah nicht so aus, ne? Geh nochmal ran in die Nähe hier. Was ist der auch weg? Und von da unten ein bisschen Powerschuss. Nein, ich hab nicht aufgepasst. Ich hab nicht aufgepasst, fuck. Oh, da sind wir wie ein Weltmeister ausgewichtet. Da passiert sowas. So, letzter Schalter. War's das? Komm, Gita. Es war's. Okay, schön. Schön, schön, schön. Ich liebe es, wenn wir Progress sehen. So, jetzt gehen wir nach hier links drüben. Nein, er schießt. Das sind bestimmt auch keine Gegner, die du abschießen kannst, ne? Das sind, ja, unzerstörbar. Okay, die machen vor und wieder zurück. Easy. Und vor allem, wir hätten es ja gleich so haben können. Das gefällt mir nicht. Das sieht aus wie so ein Exoskelett eines Käfers. Und hier wird gleich ein Kampf stattfinden. Alter. Ich bleib hier oben. Shh.
Scheiße. Boah, Riesenschwein gehabt. Einfach Riesenschwein gehabt. Ich meinte natürlich alle super, super Skill an den Tag gelegt. Ob die Dungeons auch größer sind, also ob die immer größer werden von Dungeon zu Dungeon, ich weiß ja nicht mehr, der erste und der zweite, die haben sich gleich angefühlt. Ich meine, die Länge, die Dauer beim Erkunden. Ich glaube, die sind gleich. Ich habe ja schon mal gesagt, auch bei so Rollenspielen, ich mag immer nicht im Endgame-Bereich, na, Endgame ist auch das falsche Wort, bei Endgame assoziieren ja viele, und ich gehöre dazu auch, wenn du die Hauptgeschichte geschafft hast und dann kümmerst du dich nur noch um sowas wie, komm, ich mach mal hier mich auf den Weg, um die Platin zu holen, noch sämtliche Nebenaufgaben zu machen, Late Game, Endgame, also das, was eigentlich gar nicht notwendig ist fürs reine Durchspielen. Aber ich meine eher so im Finale von vielen Spielen gibt's ja immer so in die komplette Länge gezogene Enddungeons. Ich hoffe, es ist hier in dem Spiel nicht so. Weil so wie es jetzt ist, ist es völlig okay. Das hier ist doch eine Rennroute. Ah, wieso sind die jetzt von hier gekommen? Okay, ich gehe mal den Weg hier lang. Irgendwas wird gleich hier ausgelöst. Na, jetzt bin ich gespannt. Und bloß gut, wir haben diese kleinen Bastardos schon besiegt vorher. Hat gereicht. Verstehe, das ist so wie so ein Slalom. Wo die Skifahrer immer so zwischen diesen Wimpeln durch müssen, um keinen Punktabzug zu bekommen. So ist es hier ähnlich. Zwischenboss. Oh, bitte nicht. Wenn die uns treffen, dann wäre Game Over. Gibt's nicht. Ich hasse es. Diese. Vor allem, ich sollte eher nur auf die schwarzen Geschosse achten. Weil die sind ja für mich gefährlicher. Viel gefährlicher sogar. Dass wir da rausgekommen sind. Als ob. LOL, als ob der Schnee getroffen wurde. Ha, als ob. Ah, das war ja super Schwein. Ah, total viel Schwein gehabt. Ich bin sowas davon ausgerannt, dass die uns hier plätten, aber ohne Ende. Wir waren ja richtig gefangen. Wir waren gefangen. Ich habe einfach nur aus der Panik heraus instinktiv anscheinend in die richtige Richtung gedrückt. Aber das war alles andere als können, das kann ich schon mal sagen. Das war einfach Glück. Oder auch nicht. Vielleicht kann man sagen, ja, über die Jahre hinweg hat man durch die ganzen Hochleistungsspiele so einen Instinkt auch dafür sich erspielt, dass der Körper schon völlig unbewusst, also ich bin zwar in Panik, aber irgendwas in mir drin hat gesagt, kein Problem, ich mach das für dich. Was denn jetzt passiert?
Ich habe gar nicht aufgepasst. Was haben wir jetzt hier mit dem Schalter gemacht? Irgendwas links da unten ist passiert. Haben wir eine Dungeon-Karte? Nee, das ist auch schade, dass wir zwar eine Oberweltkarte haben, aber keine Dungeon-Karte. Und hier geht's doch noch weiter. Hier ist so ein Geheimweg, oder nicht? Aha. Hätte ich jetzt beim ganzen Quasseln verpasst. Die Ecke hier. Naja, gut, ist kein verpasst. Wir sparen uns wahrscheinlich eher den ganzen Rückweg. Mehr ist nicht passiert. Aber nochmal, ich hab wirklich nicht gecheckt, was ist denn jetzt gerade passiert. Ich habe irgendwo was freigelegt. Was war denn das jetzt? War die Rampe vorher nicht da? Was habe ich jetzt bekommen? Gleiten. Das hier. Ich habe Gleiten bekommen. Was kann gleiten? Ich bin frei und es kostet nichts. Es kostet einfach nichts. Ich kann jetzt wirklich überall hinfliegen. Das ist ja fantastisch. Aber wisst ihr, was jetzt hier gerade richtig blöd ist? Es fühlt sich. Es fühlt sich irgendwie schwieriger an zu steuern. So als ob ich auf Eis bin. Als ob ich bei Super Mario den Luigi gerade zocke. Es ist eine kleine Gewöhnung. Der bremst ein bisschen ab. Ist hier nicht so. Hier sind die Wendemanöver sehr schnell. Und hier im Wasser. Okay, auch. Aber es wirkt anders. Oder ist das so eine optische Täuschung? Naja, es hat sich, wie gesagt, gerade so angefühlt, als wenn ich so ein bisschen auf Eis mich bewege. Geil, jetzt haben wir einen dritten. Feier ich enorm. Weil ihr wisst ja, bei genau drei kriegen wir wieder was Schönes. Der flieht von... Oh, warte mal. Das ist der Unterschied. Hier, guck mal. Ich fliege, lasse los. Er bleibt sofort stehen. Ich fliege, lasse los. Der fliegt halt weiter. Es ist nicht, also du kannst schon abrupt von links nach rechts wieder dich bewegen. Aber wenn du so eine kleine Kurve machen möchtest, dann hast du das Problem, dass dein Flieger noch ein bisschen weiter fliegt, als er eigentlich soll. Also es ist doch eine andere Steuerung. Es ist nicht so, als wenn du auf weichem Boden bist. Das muss man ja wissen, weil ihr könnt es ja nicht wissen, woher auch. Ihr spielt es ja nicht selber. Und vielleicht sieht man es auch einfach nicht. Also falls ihr dann euch wundert, warum dann manchmal die Bewegungen so komisch aussehen, das ist dann nicht, weil das schlecht gesteuert wurde. Oder vielleicht doch. Also klar, das ist ja auch dann oft ein Grund. Da ist nochmal ein Schlüssel. Ja, da sollten wir hin. Dann gehen wir erstmal nach links. Aber immer schön dran denken, wir haben jetzt hier erhöhte, schwierige Steuerbedingungen. Und das ist, muss man eben einplanen. Perfekt. Jetzt haben wir den geholt. Dann bleiben wir gleich mal links. Das heißt, wir gehen oben einfach weiter lang.
Und es war ja klar, dass der uns dann einfach nur noch den Weg behindern sollte hier auf dem Wasser. Das hier ist auch alles Neuland. Oh, und hier, ich ahne schon Schlimmes. Ihr seht, worauf das jetzt hinauslaufen wird. Auch hier wird ein Rennen stattfinden. Und das mit einer anderen Steuerung. Schwierig. Ich kann aber hier noch nicht drüber. Was ebenfalls spannend ist, weil wir haben ja unsere 4 Hauptskills anscheinend bekommen. Vielleicht kannst du die aber aufwerten. Weil ich würde schon sagen, dass du doch bestimmt auch über Abgründe fliegen kannst. Und nicht nur über Wasser. Da ist nochmal ein Schlüssel. Okay, das verstehe ich jetzt gerade nicht, weil wir haben ja einen Schlüsselpunkt. Nämlich hier müsste ich... Ich müsste schräg springen. Aber warum sollten wir das tun? Warum sollte man schräg springen? Wäre der Schlüssel dann nicht eh verschwendet? Ich mach's mal. Ach so. Da hat sich unten einfach nur ein Weg geöffnet. Für ein bisschen Erfahrungspunkte. Okay, lame. Oder auch nicht lame. Ich meine, mal gucken. Wenn es jetzt so 2-3 Level sind, klar, cool. Ein Level. Wir waren bei 1, ne? Ja, was wir haben, haben wir. Okay, da oben ist der Startpunkt. Mache ich aber noch nicht. Weil wir haben ja gerade vorhin hier unsere Herzen verloren. Ich muss die erstmal alle besiegen. Weil hier werden Gegner auf uns lauern. Habe ich ja keinen Bock drauf. Okay, das Spiel denkt aber, ich mache schon hier einen riesen Parcours. So, habe ich nicht geschafft, offensichtlich. Hier waren wir schon. Ich habe so eine falsche Erinnerung. Weil die Gegner, die waren nämlich hier unten rechts. Das heißt, ich kann mich hier oben trotzdem auf den Parcours konzentrieren. Es dürfte uns niemand stören. Dann machen wir es jetzt. Seid ihr bereit? Los geht's. Und wir haben immer noch nicht Schub 3. Jetzt haben wir zumindest den Schlüssel, den wir gerade ausgegeben haben, für ein bisschen Erfahrungspunkte wieder reingeholt. Aber man hätte auch schon mit dem ersten Schlüssel bereits weiter voranpreschen können. Machen wir natürlich trotzdem nicht. Ich meine, wir nehmen alles mit, was der Dungeon zu bieten hat. Denn ganz ehrlich, wenn ich nachher rausgehe, und ich sehe auf der Karte, da ist kein Haken dran. Da kriegst du sofort den innerlichen Monk. Hier haben wir vergessen. Da haben wir sogar noch vergessen, Erze abzukloppen. So, und jetzt. Jetzt gehen wir nach rechts unten, wo wir vorhin gerade gestorben sind. Da ist auch nochmal ein Schlüssel. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Da kommen sie wieder. Hier war es gewesen. Oh, die schwarzen Flugzeuge sind ja ultra nervig. Das sind die... Das sind die, die man dann später bestimmt richtig viele hat. Und der in der Mitte... Ich weiß nicht, ob das so ein extra Boss ist. Der uns auch nochmal so ein paar rote Scheiben gibt. Aber der hält gut was aus.
Das gab ordentlich was, oder? Okay, neue Stufe. Jetzt könnte man... Ich mach das auch. Ich gehe mal auf Crit runter und gehe auf Boost 1 hoch. Ach, geht doch gar nicht. Dann mach ich das ja auch nochmal runter. Jetzt haben wir ja 4. Weil Crit, komm, das machen wir ganz am Ende. Wir gehen erstmal volle Geschwindigkeit. Wobei hier, ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ist es nicht dann sogar schlauer, eher zu sagen... Wenn mein Schiff sowieso schon sehr weit fliegt... Ach, ich kann im Wasser diesen kurzen Sprint gar nicht machen. Fällt mir gerade auf. Aber spielen möchte, dass ich hier rüber sprinte. Das heißt, es gibt... Hier gibt es ein Secret. Das ist ja wohl offensichtlich irgendein Geheimnis. Naja. Wisst ihr, was wir machen? Oh, erstmal flüchten. Also den Dingern auszuweichen bei den Witterungsverhältnissen finde ich sehr schwierig. Jetzt kommt von unten noch irgendwelche Geschosse. Wer ist denn das? Oder ist das dein einer Move? Ist das so ein Gegner, der die Fähigkeit hat, dass die Geschosse wieder zurückkommen? Weil so wirkt es ja gerade. Wir hatten ja schon gesehen, es gibt ja auch die... Die hier ganz links unten waren, diese Schrankenfeinde. Die haben ja auch immer so raus und wieder rein. Und der gibt die Rampe. Der gibt hundertprozentig die Rampe zum Schlüssel. Genau so ist es. Nice, okay. Aber wo geben wir die Schlüssel dann noch aus? Weil bisher habe ich nichts gefunden. Wir bleiben mal hier oben. Noch mehr von den Schwarzen. Und vor allem, die sind so klein. Die sind immer so winzig. Die siehst du fast gar nicht. Der zweite in einem Dungeon, das hatten wir sonst auch noch gar nicht. Wir sind schon wieder bei 67, das ist auch krass. Okay, so wie es aussieht, ist hier oben der Rest bloß noch Loot. Und wenn man mal so ein bisschen ins Wasser guckt, ist das schon so ein kleiner Anteaser-Versuch auf den Bossraum, dass es so ein großer Fisch sein wird. Ich hoffe, es ist was Größeres, als wir schon gesehen hatten. Weil die Bosse waren ja bisher immer nur so Flugschiffe. So leicht größere. Ah, ich will so einen Boss sehen, ähnlich wie die Schildkröte. Also jetzt nicht die, die wir gesehen hatten, weil die war ja sehr nett, hat uns geholfen. Hat sie uns getroffen, gibt's nicht. Oh, warte mal, ich mach mal hier. Dumm, 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 dumm. Schön treffen lassen. Ach, sag nicht. Wir brauchen die Schlüssel noch nicht mal, um zum Bossraum zu kommen. Ist das hier einfach nur just for fun? Nein. Da gehen die Steine weg. Und das ist der Weg zum Boss-Schlüssel. Wenn wir den haben, haben wir es auch fast geschafft. Aber hätte ich auch wieder abgefeiert, dass wir mit den Schlüsseln eher das Herz freilegen können. Und schon vor 10 Minuten hätten den anderen Weg einschlagen können. Aber wie komme ich jetzt hier hin? Gibt es eine Mechanik, dass die Gegner das hier wegballern? Kann ja auch sein. Habe ich nie drauf geachtet. Aber die schwarzen Schüsse sind, glaube ich, abgeprallt. Ja, mach mal zuerst weg. Ist ja ganz klar. Die kleinen gehen da zuallererst. Und noch mehr rote Scheiben. Herzen zum Auffrischen. Auch 2 Stück.
Und jetzt sind wir auch direkt wieder beim Anfang. Wir gehen noch nicht nach unten, weil ich will erstmal wissen, was es hiermit auf sich hat. Da ist ein Schalter. Alles klar. Na, dann weiß ich Bescheid. Wir gehen zuerst hier den rechten Weg lang, weil der führt uns doch 100% zum Herz. Da ist ein Türchen geöffnet. Okay, okay, okay. Dann machen wir den Schalter hier auch nochmal kurz klar. Der zweite. So, und wie kommen wir jetzt von links nach rechts? Welcher Weg war das? Der hier? Ist ein schönes Dungeon-Design. Also es wird auch nicht langweilig zum Akuten. Es kommt immer so ein bisschen was noch dazu. Das ist eben genau wie die alten Zelda-Teile. Es ist einfach so. Also wer vielleicht von dem SNES-Teil The Legend of Zelda noch nie gespielt hat, das hier sich aber anguckt und denkt, das macht aber schon Bock. So, ich mag die Rätsel, ich mag die Erkundung. Weil die Erkundung ist schon cool. Kannst du nicht gegen sagen. Das ist genau das, was wir damals bei Zelda abgefeiert haben. Und deswegen bin ich auch kein großer Freund der neuen Zelda-Teile, was echt schade ist. Ich habe mir beide Teile gekauft und beide haben mich nicht dazu animiert, es durchzuzocken, obwohl es sehr viele coole Mechaniken hat, wo man dutzende Stunden verbringen kann. Aber vielleicht ist es bei mir mittlerweile auch so, dass ich sage, ey, ich bin schon froh, dass ich ein Spiel habe, wo ich auch sehe, ich spiele es maximal 20 Stunden und das war's auch. Ich glaube, das ist es eher. Und wenn du schon fast alles gesehen hast, naja, dann brauchst du jetzt nicht nochmal eine große Open World, wo du so alle paar Stunden mal einen Dungeon bekommst. Das ist so das größte Problem, was ich habe bei den neuen Zelda-Teilen. Aber wie immer, es ist so wie immer, du musst halt einfach Bock drauf haben. Und wer weiß, vielleicht bekomme ich in so 2-3 Jahren mal wieder Lust, dann doch Zelda rauszukramen und mich dann fallen zu lassen, dass ich sage, okay, ich habe jetzt hier 5-6 Stunden am Tag und ich mache eben in diesen 5-6 Stunden ganz gechillt eine Open-World-Erkundung bei einem Zelda-Teil. Why not? Kann ja sein. Ist aber unwahrscheinlich, weil es ist halt mittlerweile für mich wahrscheinlich ja eher so ein Spiel zu finden. Und es macht ja auch Spaß, so eine Games zu finden, ne? Weil die hat eben nicht jeder auf dem Schirm. Und irgendwie ist es auch mal cool, eins zu entdecken, wovon man vorher noch nie was gehört hat. Das macht's doch mal etwas besonders. Ja, geiles Game. Geiles Game. Jetzt haben wir hier den Schlüssel und das war's. Jetzt können wir schön zurück zum Anfang machen, den Boss platt. Und dann würde ich sagen, haben wir doch einiges geschafft heute. Dass wir beim nächsten Part in Richtung Fiddes Dungeon gehen. Mal gucken, was wir da alles noch mal beachten müssen. Aber mit den neu gewonnenen Fähigkeiten, ne? Oh, wir können so viel noch holen. Es gibt Energiekanister, die noch warten. Wo wir halt den Gleitskill gebraucht haben. Aber erstmal entspannt zurück, denn wer kommt? Oh, bitte gib mir so ein richtig schönes, großes U-Boot, was so aussieht wie... Das ist das Tentakelmonster. Nein, und es schießt schwarze Kanonen. Oh Gott, und du siehst ja die Geschosse unten gar nicht. Das heißt, ich muss hier ganz, ganz große Wege machen. Seht ihr das? Weil wenn ich von oben nach unten fliege, dann kann es passieren, dass ich einfach nicht checke, dass dann noch so kleine schwarze Kugeln auf mich warten. Ich gehe hier sowas von auf Distanz. Ich habe das Gefühl, dass ich in der zweiten Phase besser dran bin, ganz langsam um den rum zu tänzeln. Weil jetzt verschwinden auch so langsam die kleinen Geschosse auf der rechten Seite, weil die nehme ich gerade nur aus dem Augenwinkel wahr.
Okay, zweite Phase vorbei. Das sieht auch super machbar aus. Nichts Schlimmes. Und die kommen hinten nicht an. Das heißt, du brauchst ja gar keine Platte machen. Nur vor und zurück, das ist alles. Okay, easy. Das ist dankbar. Das ist eine super, super dankbare Phase. Ich kann mir vorstellen, dass du später, wie bei so einem Art Rogue Legacy, wo es dann auch diese Überbosse gab, quasi die gleichen Bosse, nur als härtere Varianten. Wenn die Geschosse dann schneller sind oder nicht kurz vor der Wand einfach mal aufhören. So, dass ich jetzt hier leider krepiere, das ärgert mich ein bisschen, weil das war alles unnötig. Okay, das kam überraschend. Das kam sehr überraschend. Ach, er zeigt's vorher an. Er hat's vorher angezeigt. Habe ich zu spät gecheckt und dann kam die Ungeduld. Okay, was machen wir? Ich finde, hier ist Bewegungsgeschwindigkeit besser. Das brauche ich nicht. Die Bewegungsgeschwindigkeit, das ist jetzt für mich das Wichtigste. Und ich brauche gar nicht mal Reichweite. Angriffsstärke wäre nicht schlecht. 7. Ah, naja, wobei. Oh, ich weiß nicht. Vielleicht. Ja, komm, hier ein noch in Quid und dann passt das. Upsi, ein Versehen. Na, hoffentlich ist der Boss den nochmal neu gespawnt. Okay, renn hier. Versuch Nummer 2. Na, ist ja wohl klar, wenn ich in der ersten Phase zweimal getroffen werde, mache ich natürlich den Neustart. Komme ich oben an die Krüge nochmal ran? Nee, die haben sie zugebaut. Naja, mit der größeren Geschwindigkeit habe ich aber auch das Problem, dass ich auch schneller am so nachgleiten bin. Das ist irgendwie nicht so geil. Aber wir müssen mal auf die Schüsse achten. Der macht ja immer nur 3 und dann 5 oder 6 oder so. Das heißt, im zweiten Schuss stehen bleiben und beim Dreier schön nach außen. Das ist so das Schlauste. So, hier haben wir festgestellt, da müssen wir ziemlich langsam um ihn rumtänzeln. Oh, er sollte auf gar keinen Fall in der Nähe der kleinen Munition stehen bleiben. Weil die hätten mich jetzt fast gekillt. Wir sollten schon die Route des Kreises beibehalten. Hier, zwischen den beiden müssen wir stehen. Zwischen den kleinen Geschossen und den großen Geschossen. Hier kann nichts passieren. Das ist die sicherste Position, die ich mir hier in der zweiten Phase gönnen kann. So, jetzt macht er wieder den Schuss. Und danach kommt das, was ja kurz vor der Mauer verpufft. Auch sehr einfache Phase. Also bisher ist alles nur
reines Learning. Du brauchst für die Phasen gar nicht mal Skill. Du musst einfach nur wissen, wo die Kuchen erstmal stehen. Und wir hatten schon andere Bosse. Es gibt Bosse, die schießen so random. Und das Letzte, was du gebrauchen kannst, ist bei so einem Bosskampf so ein Random-Faktor. Fuck. Ich hab nicht aufgepasst. Auch so richtig, richtig beschissen. Kann das sein, dass uns dieser Rotz einsaugt? Gibt's einfach nicht. Ich find's krass, dass ich so eine Schwierigkeiten habe in der Phase. Vor allem, ich verdrück mich auch immer. Ich will immer so kurz dashen, aber ich drück den Dash-Button nicht. Ich drück immer die Sanduhr aus Versehen und wundere mich, warum ich nicht vom Fleck komme. Weil der Schub dauert ja auch ein bisschen. Also entweder ich versuche ganz schnell, um den rum zu schweben, zu gleiten. Tja, was mache ich denn da jetzt? Weil ich finde, die Phase ist schon... Naja, für mich ist sie gerade sehr anstrengend. Und was ja auch noch verschlimmernd dazu kommt, ist, es ist eine der letzteren Phasen. Ich habe keine Ahnung, was da noch kommt. Aber solange ich kein Geheimnis habe, was ich da machen kann, bin ich erstmal... Da bin ich ja komplett im Sack. Weil ihr wisst, was das bedeutet. Ich muss immer erst dorthin spielen. Und das ohne Fehler. Ich darf halt nicht getroffen werden, ne? Weil ich brauche die ganzen Versuche für die letzten Phasen. Kann das sein, dass der hinten am Tell gar nicht verwundbar ist? Gibt's nicht. Ich verstehe nicht, warum er mich hier mindestens immer einmal trifft. Ich verstehe es nicht. Vor allem, er macht auch immer die gleichen Moves. Anscheinend ja doch nicht. Irgendwas an dieser Attacke. Okay, auch das verpufft. Ich muss nur irgendwie rein da. Tja. Komm ich jetzt da rein? Okay, du musst ja wirklich einfach nur versuchen, irgendwie vor denen zu kommen. Und dafür brauchst du auch eine hohe Geschwindigkeit. Ab und zu mal den Schub, also schöner dranbleiben. Und ich glaube, das Geheimnis in der Phase davor war, dass du so kurz neben denen stehen musstest.
treffe den gar nicht. Ich komme gar nicht ran in die Nähe. Das hat gar keinen Vorteil, Alter. Diese scheiß Uhr. Ich komm nicht ran. Ich kann nicht in die Nähe von ihm. Das ist kompletter Selbstmord. Hier, ich schaff's nicht. Ich bin zu langsam. Und wir haben schon Bewegungsgeschwindigkeit, glaube ich, sehr hoch. Was mache ich denn da jetzt? Haben wir getroffen? Ein paar Mal? Naja, ein paar Mal treffe ich schon. Boah, bin ich froh, dass das die letzte Phase war. Also wir haben jetzt nicht so viele Versuche gebraucht. Ich finde, das Schwierige ist bei den Bosskämpfen immer, dass du die Konzentration über eine hohe Zeitspanne aufrechterhalten musst, weil du hast sehr viel Inputs von verschiedenen Phasen. Die einzeln betrachtet sind, finde ich, auch immer noch recht einfach. Also es gibt andere Bullet Hell Shooters, die schon schwerer sind, auch von den Herausforderungen. Das haben wir in den dritten Dungeon gemacht und ich finde immer noch, es geht. Es ist alles noch im Bereich des Möglichen. Ich meine, wir haben Pausen dazwischen. Müssen jetzt nicht hier 10, 20 Mal einen Bosskampf machen oder sitzen nicht hier wie bei Millennia den ganzen halben Tag und schaffen nichts. Also von daher, ich finde das Pacing ist ganz cool. Die Challenges an sich sind auch immer noch ganz cool. Ich fühle mich überhaupt nicht unterfordert, aber auch nicht überfordert. Also es bekommen nicht so viele Spiele hin. Und der Erkundungsreiz ist ja auch noch da. Und das hier, wo wir sind, machen wir schön. Nächste Folge weiter. Und ich frage mich gerade, der Typ, hat er vorhin auch schon geschossen? Oder sind, habe ich nicht gesehen, oder sind zufälligerweise die Gegner jetzt alle eine Stufe höher, weil wir, okay, crappy, weil wir jetzt den dritten Tempel geschafft haben. Ist ja auch manchmal so in Games. Wollen wir uns holen, oder? Ich muss mir das aufsparen. Ich muss mir das aufsparen für die fünfte Stärke. Weil wir haben ja gerade jetzt in dem Bosskampf festgestellt, es war okay. Wir haben genau so viel Schaden gemacht, dass es nicht ultra frustrierend wurde. Aber wir müssen auch in die Zukunft denken, der nächste Bosskampf, der wird ja nicht einfacher. Der wird wahrscheinlich noch mehr Lebenspunkte haben und ich muss mir neue Kanonen kaufen. Es sind ja nur 40. Nur 40, das kriegen wir hin. Und dann, wenn wir das haben, dann können wir mal gucken, ob wir hier nicht noch den Rest freischalten. Weil ich finde, das ist gar nicht so notwendig. Gesamtfortschritt hilft uns ja nichts bei Bossen. Das holen wir uns dann erst ganz zum Schluss. Okay, aber war da lustig. Also mir jetzt wieder einmal gefallen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit vorbeigegangen ist. Vielleicht so 2 Stunden. Und dann haben wir hier schon mal einen schönen Part für Dienstag. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und wir machen natürlich hier gemeinsam weiter. Ist ein schönes, kurzes Projekt. Und freue ich mich direkt auf den nächsten Part. Grinjahauen und tschüss.